Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Stammbach in Challenge. Projekt, Duell gegen Wendy Sachsen Let's Player. Hallo. Und den Werner von den Burning Gamers. Hier ist einer, hallo, guten Tag. Hier ist einer. So. Ja, es geht weiter, meine lieben Freunde. Stress pur ist das hier. Wahnsinn. Aber ich finde es immer noch krass, wie die Leute wirklich auf das Projekt abgehen. So viele Kommentare, die schreiben, boah, Mittagspause, jetzt ziehe ich mir die Folge schon rein und so weiter das und so wirklich, fort. Das finde ich auch krass. Sehr, sehr cool. Ja. Hm. 1808. Nein, da muss ich dir echt recht geben. Dafür einfach auch mal ein dickes Danke. Jo. Danke, danke. Ach ja. Tino, du hast gestern sehr erfolgreich gewirtschaftet. Willst du uns aufklären? Die Frage. Wie? Also, was ich gemacht habe. Ja. Oder ist das ein Geheimplan? Ich will ja nicht irgendwie, ne? Naja, geheim ist ja also nein. So ein Geheimnis macht ja nicht raus. Aber es ist schon, sag ich mal, betriebstechnisch schon intern, ja. Okay. Es muss auf jeden Fall so erfolgreich gewesen sein. Wie lange hast du das Forst schon? Das was? Das Forstgelüm. Ich habe kein Forstgelüm. Doch, du hast ein MAN mit einem Forstanfall. Wie oft denn noch? Das ist nicht meiner. Warum steht er dann dort bei dir auf dem Hof? Ich stehe nicht auf meinem Hof. Steht vor deinem Hof, steht er. Nee, vor deinem Hof, Alter. Das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Wen gehört er? Dem LU, habe ich ja gerade. Ich habe ja vor der Aufnahme gesagt, ich gehe schnell zu dem LU und sage, die sollen den zuweisen. Verstehe. Dann. Bin kurz gemutet. Ja. Naja. Immer diese Leute, die sich muten hier, ist ja schlimm. Naja, schlimm. Shit, was los? Nick Längerung. Kurve zu steigen nehmen. Oh, das geht nicht gut. Oh ja, die alten Stadtmauern halten das noch alles. Ja. Eine Neuweitige hat es nicht gehalten wahrscheinlich. Nee. Ja, fahr doch einfach noch weiter, Fahrzeug. Ist gar kein Problem. Das ist Elche auf dem Feld, Werner. Beeil dich. Jo, fangen die ein. Bald ist Weihnachten. Und 17? Ja. Was willst du denn da machen? Eine kleine Wohnlage mit 4 Einheiten. Na ja, genau. Und was wollen Sie ernsthaft drauf machen? Die verladen mir meine Silage bald. Ich bin doch vor uns da drüber gerammelt, da ist nichts mehr. Beim LU? Ich hab doch Silagebalken gepresst, René. Ich komm mal zu Ihnen, warten Sie mal. 117, ich bin jetzt nicht auf der 117. Ja, da wo ich drüber gefahren bin wegen Düngen. Ja. Ach so, das sind Sie jetzt schon wieder. Wieder, hä? Randy, auf der 117 liegen Silagebalken. Welches Feld habe ich zur Hölle gedüngt? Das weiß ich nicht, ich hoffe es war meins. Ich hab dir das jetzt blind bezahlt. Wollen wir kurz einen Ausflug machen? Ja, machen wir mal. Warum läuft jetzt halt schon wieder 15? Randy? Ja? Was klopfst du da in die Tasten rein? Konsole. Erstmal hab ich jetzt hier den schönen Performance-Test gestartet, den ich nicht wollte. Oh, kann man mal machen, ne? Ja, ist richtig. Das kann man auch mal so machen, ja.
Du hast ein falsches Feld gedüngt. Ja. Lel. Was kriegen Sie zurück? Ja, du kannst ja immer noch düngen, ne? Nee, das sind ja jetzt die Lascheballen drauf. Ja, trotzdem. Achso, ne, wenn sie dann weg sind. Weil so, ne, also, ja, du hast ja, du hast die Lascheballen weg. Du hast ja einen Großflächendünger. Ja gut, wenn ihn das jetzt nicht ausmacht, wenn er jetzt mal eins sagt, gut, macht er jetzt Alu, ne? Macht das Alu, ja. Gut, dann muss ich dir noch eine Rechnung schreiben, oder was? Oh Gott. Naja, es kommt mit dem Alter, ne? Es, naja, ist ja es, ganz, es sind aber auch Nummern dran an den Feldern, ne? Also. Ich weiß. Naja, kannst du machen, kannst du nicht. Ja, ja. Kommt den besten Familien vor. Wieso hab ich mal, oder wieso, ich lasse es gratis, ne? Dann kannst du ja Tino vorwerfen, wir würden gemeinsame Sache machen. Ja, das ist ein guter Plan. Jo. Wer macht gemeinsame Sache? Randy und Tino. Ich. Tino! Ja. Nee, wir beide machen jetzt gemeinsame Sache, Tino. Was hast du? Durch meine große. Durch meine. Hör zu. Durch meine große Kompetenz habe ich statt die 117 die 110 gedüngt. Ja, die 110 war fertig. Ich bin trotzdem mit dem Düngerstreuer drüber. Du hast mein Grasblatt gefahren auf dem fertigen Feld. Jein! Ich habe ja extra platzsparend gearbeitet. Aber. Ich habe mich gerade schon gewundert, ja, was diese Spuren in der 110 machen auf der Karte. Aber ich will ja nicht so sein. Nein. Ist gratis. Oh, das ist also nett, das danke. Geht ja nicht. Also da, ihr arbeitet ja zusammen. Du bitte, ja? Ja, hier, ist einer. Ja? Ja, ja, bitte? Ja. So, ich warte hier. Mensch, wo bleibt's denn? Was kommt denn nicht? Vielleicht kann ich dir helfen. Das LU käst sich manchmal einfach nicht aus. Ich habe dasselbe Problem wie du, Werner. Ja, das glaube ich nicht. Doch, weil ich will auch was und die käsen sich einfach nicht aus. Was willst du denn? Vielleicht kann ich dir unter die Arme greifen. Weiß nicht, glaube ich nicht. Okay. Na, ich habe die Hilfe angeboten. Ne? Also. Ja, das stimmt. Ah, okay. Moment, der ist ein Lula eingetroffen. Ein was? Ein Lula. Was ist ein Lula? Ein Lohnunternehmer. Achso, Gott. Aber eins möchte ich klarstellen, Werner. Du hast jetzt nicht angefragt wegen dem Lohner. Ich meine, ich habe zwar schon letzte Folge einen reserviert, also vorgemerkt, sag ich mal, einen Auftrag, aber nicht, dass die jetzt zu dir sagen, sie haben keine Kräfte und arbeiten bei mir. Das will ich auch nicht, weil das wäre unfair. Das ja, das stimmt, da will ich auch nicht viel, aber ich habe nicht gewusst, dass Randy bei Randy ein oder zwei Leute sind. Ich habe gedacht, du hast alle vier beschlagnahmt. Nein, und das wäre ein bisschen. Nein, das machen wir sowieso nicht. Also das machen wir nicht? Okay, gut zu wissen. Nein, also auch letztens die Anfrage hier, ob man die ganze Woche. Also ich finde, das sollte man auch dann irgendwo festhalten. Das müssen wir niederschreiben, ist ja kein Problem. Genau. So, na gut, dann bin ich mal kurz oben, teile den ein. Warum kommt er eigentlich noch runter? Ja, ja. Wird ja jeder die illegalen Absprachen hören. Ja, stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Also ich kann mir vorstellen, was Tino in der letzten Folge gemacht hat. Aber was? Er hat die Silageballen verkauft. Okay. Das kann ich mir vorstellen. Und das waren Silageballen? Ja, das waren jede Menge. Die habe ich ja für ihn gepresst. Achso. Das war ja der Deal, der dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Also. Aber ich habe ja meine Arbeit trotz allem beendet bei ihm. Ja, ist richtig. Und wahrscheinlich hat er die verkauft und deswegen hat sich das für ihn gelohnt. Was bringen Sie den Ballen hier? 2.500, glaube ich. Wie viele waren es circa? Boah, das waren sicherlich 40. Also 80k? Glaube ich schon. Also ist aber nur eine grobe. Ich habe es jetzt nicht genau gezählt. Aber so mit. Die Stapel waren schon relativ hoch, muss man sagen.
So, Randy, was ist denn die nächste Investition bei dir? Wisst ihr aber noch nicht. Fonse? Nee? Fonse? Ja, mit dem Forst? Wär doch mal ja eh nicht so richtig. Wäre halt, ne, wär halt eine Richtung, wo man sich noch entwickeln könnte. Ja, aber können wir ja nicht so aktiv nutzen. Boah, weiß nicht. Haben wir doch in den Regeln festgehalten oder nicht? Was, nee, glaube nicht. Ja, wenn ich jetzt in, wenn man jetzt in den Forst rein will, da gab es ja Regularien. Also sonst könnte ich ja jetzt sagen, weg, Bonze ran und damit habt ihr das Projekt verloren. Ich glaube nicht, dass wir eine Regel dafür haben. Doch, wir hatten, bei Forst hatten wir mal drüber gesprochen. Weiß ich nicht, dann müssen wir es hier noch einpflegen. Also drüber gesprochen haben wir mal, aber wir haben auch drüber gesprochen, dass wir, wir haben auch drüber gesprochen, dass wir uns, bevor wir Gebäude kaufen, ansprechen. Das glaube ich nicht. Ja, aber beim Forst, das beim Forst war ja das Problem, dass dann ja komplett Game Over ist. Ja, ja, wenn sich einer darauf spezialisiert. Ja, ich muss dazu sagen, man sollte es vielleicht so sagen, also das müssen wir uns tatsächlich überlegen, aber wenn ich natürlich jetzt eine LU beauftrage und sage, ihr rodet jetzt bitte, auch wenn es nur ein Mann war, sag ich mal, in Beschlag nimmt, du rodest jetzt das komplette Gebiet nieder, verlädst das, verkaufst das kontinuierlich und so weiter, dann ist es natürlich eine unendliche Einnahmequelle erstmal. Weiß nicht, also wir können da gerne drüber sprechen und können da gerne was festlegen. Auf der Gamsing hatte sie das ja gemacht, nur die markierten Bäume, die ein Förster. Auf der Gamsing haben wir einen Förster. Da haben wir einen Förster, der die Bäume markiert hat. Da war der Forst, jeder hat gleich viel Bäume bekommen, konnte selber entscheiden, was er damit macht, wann er das macht. Es war die Finanzspritze für einen Hof von ungefähr 50.000, 60.000, die jeder zur Verfügung hatte. Okay. Also das war auf der Gamsing. Der Deal. Genau. Da steht ein Tino hat sich ein Auto gekauft. Schönes Ding. Nein, das ist der Lohnunternehmer. Die kommen tatsächlich mit den Fahrzeugen und switchen nicht einfach in die Autos. Okay. Ich weiß nicht, ob das bei euch schon mal so war, aber auf der Gamsing ist das auch so. Die kommen immer, die haben ein Auto und mit dem kommen die. Ich habe nicht darauf geachtet, muss ich sagen. Ich bin nur vorbeigefahren, zufällig bei dir, und da habe ich es gesehen. Ah ja, Tino hat sich auch so ein Mehrwerk gekauft. Ich verstehe. Und er hat sich ein Fendt gekauft. Ich verstehe. Das war jetzt die Mega-Investition, oder? Mega-Investition? Ja, du hast ja irgendwas gesagt von, das hat sich richtig gelohnt oder sowas. Da war aber vom Verkauf die Rede, nicht vom Kauf. Ah, du hast deine Silageballen verkauft. Jetzt? Ja. Okay, das ist gut. Oh, Randy, du hast meinen Traktor gedüngt. Jetzt geht er gleich viel schneller. Nö, ja, siehst du mal. Fertig. Bin auch das Richtige. Ja, Sachen gibt's, die klappt noch, ne? Nee. Ich dachte, man kann die Schwadablage beim Mähwerk ausschalten. Geht das nicht? Ich habe das nie getestet. Aber alleine diese Frage. Nee, alles gut. Goethe Klatschstraßen, die Ende. Goethe? Ja, war das Goethe? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, irgendein wichtiger Typ von damals mit großen Haaren, der irgendwas mit der Interpretation zu tun hatte. Ich bin mal kurz hoch. Ja. Ich glaube, er will Heuballen pressen. Mhm. Und Heupellets draus machen lassen. Hm. Deswegen jetzt gerade die Erkenntnis, oh, das Ding kann ja nur schwaden. Das wäre natürlich ein bisschen scheiße zum Zettern, ne? Ja, geht aber trotzdem, weil der Zetter heute ist ja trotzdem frei. Ne? Nee, Frost nicht. Ich will jetzt erstmal noch meine Ernte abwarten, gucken, was dabei rauskommt. Ja. Und. Ja! Jetzt merkt man wirklich, dass ich keinen Plan habe. Ach, ich weiß es nicht. Einfach mal ein bisschen was ausprobieren, was ich so im LS noch nie gemacht habe. Ja. Warum nicht, ne? Ne? Der große Big Bad würde mich halt auch noch reizen. Obwohl der sich so. Das Problem ist, naja, die Big Bads von Giant selber. Ja, gut, ist halt originalgetreu. Die haben halt nur vorne Blinker. Ja, klar. Naja, die haben hinten, haben die aus irgendeinem Grund keine Blinker und alles sieht so ein bisschen kacke aus.
Ja, aber ich überlege halt noch. Irgendwie, ich weiß halt auch nicht. Ich weiß halt auch nicht. Rüben, Kartoffeln, das lohnt sich nicht. Die Maschinen sind scheiße teuer. Sind scheiße langsam. Ne? Und ja, der Ertrag und die Preise sind auch für den Arsch. Ich glaube, der Ertrag ist ja, also bei Rüben beispielsweise, ist ja der Ertrag nur ein bisschen ins Unendliche, ne? Der Ertrag also schon, aber der Einzelpreis ist halt so gering, ne? Ja, das gleicht sich halt absolut nicht aus. Ja, es ist viel Arbeit für wenig Geld. Jo. So, glaube ich, kann man es beschreiben. Das ist richtig, ja. Boah, Alter, das dauert. Ja, doch, ich hatte ungefähr. Da. In Richtung. Hab ich schon fast wieder vergessen. Na ja, gut. Na, Tino, Probleme? Naja, ich sag's mal so. Die Maschinen, die Leistung, ach, es ist alles, ne? Ja, ja. Aber zum Heupellets machen geht's, oder? Ja, ne? Was sagst du? Zum Heupellets machen reicht, sagst du? Zum Heupellets machen? Ja. Okay. Wusste gar nicht, dass ich Heupellets mache. Ach so, okay. Na, jetzt geh doch mal an. Ah, jetzt. So, nee, Heupellets habe ich, da ist leider nichts möglich, nee. Weil da habe ich keine Technik dafür, weil ich jetzt nicht so richtig, wie du das meinst. Ach so, er hat nur genau gepasst. Was hat genau gepasst? Naja, du kaufst dir ein mega großes Mähwerk, stellst dann fest, oh, da geht er gar, der Schwader geht ja gar nicht aus. Ergo willst du das nicht geschwadert haben. Ergo willst du es vielleicht zettern und zu Heu machen. Nee, das interpretierst du falsch. Ist eine gute Interpretation, aber leider doch leicht daneben. Es ist so, dass ich davon ausgegangen bin, dass 200 PS reichen für das Mähwerk. Achso, nee, das reicht nicht. Und die 200 PS eben nicht ganz reichen und ich testen wollte, ob man den Schwader ausschalten kann und dann das Ganze einfacher von Hand geht. Der Fan schafft das nicht? Nee. Boah, das ist aber also er schafft schon, aber sehr langsam. Ja, mit 3 km wahrscheinlich. Ja, und das ist natürlich blöd, ja. Ja, das lohnt sich nicht. Genau, aber machen wir noch einen MB-Trag, der ein bisschen mehr Bums hat. Ja, eben. Der schafft das. So. Aus. So, bin mal kurz beim LU. Ja. Hallo, hallo. Hallo. Eine ganz kurze Frage. Haben Sie einen Autostack für Quaderballen? Ja. Kann man sich den ausleihen? Ja. Kann ich mir den abholen? Ja. Ich brauche ihn eine Stunde vielleicht. Ja. Ich höre das so. Wollen Grinsen wir die Arbeit erleichtern? Nein. Sie wissen natürlich als Lohnunternehmen, dass man gewickelte Ballen nicht mit dem Autosack aufnehmen kann. Richtig? Ja, stimmt. Ich hätte nur ganz kurz diese 5-6 Grasballen zu den Schafen gebracht, das war meine Idee. Ja, aber auch mit einem Ballenspieß piekst man auch keine Ballen an. Ah, sind wir mal nicht so kleinig, ne? Gehen ja eh in den Verkauf, ist ja kein Problem. Ja. Okay, ich würde gleich vorbeikommen, wenn das möglich ist. Ich stelle ihn da wieder hin, wo ich ihn her habe und würde Bescheid sagen wegen der Zeitabrechnung. Ja, okay. Dankeschön, bis später. Ne? So. Ja gut, da passiert ja eh noch nichts. Aber Riesendünger, also der macht ja 36 Meter. Das heißt, ich muss auch nicht 10 Millionen mal über dein Feld ran. Und wenn ich es dreimal mache, habe ich ja immer eh eine Spur. Ich nutze ja auch GPS, also blöd bin ich ja nur ohne. Naja gut, ja, das ist schon richtig, ja. Aber an dem BigBad Pflegebereifung, ich glaube, die Hersteller kommen dann nach Deutschland rüber und scheuern erst mal, ne? Oder zwei. Also wenn du da Pflegebereifung drauf kriegst, dann ja, sollte ich das patentieren lassen. Eieieiei. Was denn? Naja. Wird, sagst du? Wird. Okay. Denn Chelsea B, der rennt schön mit dem Mähwerk, ne? Ja, der fährt auf Standgas damit, ne? Wie schnell fährt er mit dem Mähwerk? Ich habe jetzt nicht drauf geguckt, aber ich würde mal so spontan sagen, zwischen 15 und 20. Okay. Aber genau weiß ich jetzt nicht. Ich möchte jetzt nicht keine Lüge erzählen.
So, jetzt gehe ich mal das Elu besuchen. Mal gucken, wie die so aufgestellt sind. Morgen sind wir. Wir sind fertig. Ah ja. So. Also wir wären fertig, sag mal so. Alter Schwede. Ja, ihr könnt gerne fertig. Ich hab, ne, kein Problem. Also soll ich einfach drin? Ja, kannst du gerne machen. Okay, war jetzt nur so die Frage. Nö, alles klar. Alles klar. Na gut, dann, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Werner und Randy findet ihr natürlich in der Endcard und in der Videobeschreibung. Da gerne vorbeischauen, was die alten Schlinge so treiben. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Lülü. Tschüss.